Innovation bedeutet was Neues, das Mehrwert generiert, Mehrwert für den Konsumenten. Und der Fokus liegt hier auf Mehrwert. Mehrwert im medizinischen Kontext verstehe ich, dass es Leben verbessert, Leben schützt oder Leben verlängert. Und letztendlich soll das auch einen Mehrwert für die Gesellschaft bringen. Ich persönlich möchte Türöffner für ein Leben in Gesundheit sein. Das war der Beweggrund, warum ich in der Pharmaindustrie zu arbeiten begonnen habe. Und das ist auch der Hauptbeweggrund, warum ich mich für FOPI engagiere. FOPI steht für drei Dinge: Innovation, Zugang zu Innovation und gemeinsam gestalten. Innovation, den Mehrwert für die Gesellschaft, das ist die eine Triebfeder zu erklären. Die andere Triebfeder, die Innovationen, die unsere Firmen auf den Markt bringen, zugänglich für Patienten zu machen. Und das dritte, ganz wesentlich, das gemeinsame Gestalten des Gesundheitssystems, damit es fit für die Zukunft ist. Also ich denke, was in dieser Pandemie sehr gut funktioniert hat, ist die Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden, der einzelnen Staaten, der Forschung, der Industrie hat dazu geführt, dass wir in Rekordzeit einen Impfstoff entwickelt haben oder mehrere Impfstoffe, die dann letztendlich auch Zulassung erhalten haben. Und Impfstoff ist die Lösung für die Pandemie. Es gibt aber ein paar Dinge, die vielleicht besser funktionieren hätten können. Zum einen die Sachlichkeit und Transparenz. Entscheidungen sollen in erster Linie auf Daten basieren. Und da könnte man sicher noch besser werden. Auch die Kommunikation um die Risiko-Nutzen-Bewertung, die Verschwörungstheoretikern Stoff zu Spekulationen gegeben hat. Und eines, was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass das Gesamtinteresse vor den Eigeninteressen gestellt werden. Das Gesamtinteresse muss sein, diese Pandemie so rasch wie möglich zu beenden. Und das ist wichtiger als die Profilierung von einzelnen Persönlichkeiten oder einzelnen Organisationen. Nur das rasche Bewältigen der Pandemie kann verhindern, dass Generationen noch an dieser Pandemie bezahlen werden.